Hey, ich bin's der Ferdi und das ist der Chris und wir machen heute einen Jiu-Jitsu-Match-Breakdown und da schauen wir uns den Max Rupp bei der Naga an. So, Schauen wir mal, was drin los geht's. ist. Anfegen Guard-Pull, finde ich gut, ist ein Schneller Start. Klassiker. Ich bin auch ein großer Fan von einem schnellen Starten im Match. Und wir sehen hier natürlich gleich den typischen Rupp'schen Scissor-Sweep. Ja, lässt sich gut in den Winkel reinfallen, die Genau, Geschichte. zurück. Nutzt halt den Schwung aus. Ja. Ist gut. Sweep. Kommt auch. Kann man so machen. Finde ich gut. 2 Punkte. Was mir jetzt nicht gefällt, das ist dieser Arm hier. Der Cross-Collar-Grip hier unten. Der kann zur Gefahr werden, wenn du oben bist. Ja gut, er hat halt aus der Close Guard die Griffe behalten und nicht umgegriffen für die Passing-Situation. Da ist er einen Schritt hinterher quasi, was seine Grips angeht. Schauen wir mal weiter. Will offensichtlich in die Headquarters rein, schafft es leider nicht so ganz. Eine prekäre Situation auch zwischendrin gerade gehabt, nochmal Glück gehabt, das andere nur in die Closed ist. Aber da waren die Arme doch ein bisschen weit, also genau an der Stelle. Ja. Ja. Also da, man sieht es von der Kameraperspektive her nicht so deutlich. Ich weiß nicht genau, wo der rechte Arm jetzt gelandet ist. Ich vermute, er hat immer noch den Collar in der Hand. Ist er sehr weit auseinandergestreckt. Also da hätte es gut sein können, dass er in so eine Clamp-Situation reinläuft oder in den Omoplata oder wirklich direkt in die Triangle. Er hat zum Glück den Griff lang genug behalten, dass er den Arm drin halten konnte, aber genau den, ja. Das war ein bisschen riskant, würde ich behaupten. So, landet dann aber auf jeden Fall in der Close Guard. So. Okay, da muss man noch ein bisschen zurückgehen. Das ging Das jetzt ging jetzt zack, zack, zack. zack. Also ich vermute mal, der andere hat seinen Arm ausgedrillt. Könnte man denken. So. Ja, das geht nämlich eigentlich schon hier los, wenn ich das richtig sehe. Ja. Der aufmerksame Zuschauer wird das auch schon sehen. Hier. Dieser Griff hinterm Ellenbogen. Wenn ihr den spürt, zieht euren Arm raus. Der ist ja nämlich in Gefahr. Ja, oder ein bisschen präziser formuliert, den Ellbogen nach außen rausbringen. Also wenn man einen Arm knacksen will, muss man erst den Ellbogen in Richtung von der Mittellinie vom eigenen Körper reinbringen. Solange der Ellbogen außerhalb von der Hüfte ist, kann er nicht gearmbart werden. Zumindest nicht mit dem klassischen Armbar. Achtet jetzt mal, wenn wir uns das weiter anschauen, weiterhin auf diese Hand, was damit passiert. Hier ist der Arm jetzt vor die Hüfte gekommen und da kam sofort der Armbar. Gehen wir nochmal zurück. 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 Ganz klassisch ausgeführt auch. Hier seht ihr, da gehen wir nochmal einen Highlight rein. Hier, da wandert der Ellenbogen vor die Hüfte, der Ellenbogen in die Innenbahn. Und jetzt wird es brandgefährlich. So. Geht dann mal nochmal, Hier. genau, perfekt. Ja. Das ist ein ganz klassischer Armbar-Eingang, also wirklich Textbook. Fuß auf der Hüfte, anderes Bein kickt in die Achsel rein, destabilisiert ein bisschen. Dann geht er schnell mit dem geposteten, jetzt von uns aus gesehen linken Bein
vor den Kopf, streckt die Hüfte, bringt den Armbar zu Ende. Basiert natürlich auch auf einer gewissen Geschwindigkeit. Also theoretisch könnte der Max noch nach oben raus, indem er hart postured. Aber ich glaube einfach, dass das so Schlag auf Schlag ging, dass der nicht mehr hinterhergekommen ist. Beziehungsweise er hat gepostured, aber nicht mehr rechtzeitig, sondern dann, als die Streckung schon am Ellbogen war. Das sehen wir auch gleich. Also jetzt wäre vielleicht noch die Möglichkeit gewesen, hier hart zu posturen. Aber ich fürchte, er ist ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerade. Also wenn man sich seinen Körper anschaut, der Hintern ist weit weg von den Fersen. Ich vermute, dass er sein Gleichgewicht auch kurz verloren hat, einfach weil das Bein in die Achsel geschoben hat, was es ja auch sollte. Also da Textbook wirklich im positiven Sinne. Genau, schauen wir uns das Ganze weiter an. Zack. Man merkt, er wollte kurz noch hoch, aber da war das Bein schon vorm Gesicht und die Streckung schon am Ellbogen, dann hat das dem anderen noch ein bisschen leichter gemacht. Das ist immer sehr timing-sensitiv. Ja, gehen wir noch mal ganz kurz da rein. Hier kann man eigentlich nicht mehr wirklich was machen. Mit der Streckung hier wäre jetzt eben der Stack angebracht gewesen, denke ich. Genau, also der Arm ist hier viel zu tief drinnen, als dass er, wenn jetzt rauszieht, passiert genau das, was passiert ist, nämlich er bringt den Ellenbogen auf die Mitte von dem Hebel und damit wird es eben gefährlich. Was wäre deine bevorzugte Escape in der Situation? Ich denke, ich würde hier mit einem Stack arbeiten auch. Hier, dieses Knie hinter den Rücken bringen und dann einen harten Stack und den Armbar ganz klassisch viele kleine Bewegungen rausziehen, bis ich merke, dass der Ellenbogen nicht mehr in Gefahr ist. Und dann raus. Also auch ganz klassisch Rear Naked Choke Griff hier, den Arm verteidigen und dann rausgucken. Genau, ganz genau. Ja, auch mein Tipp jetzt in dem Fall. Ja. Manchmal schafft man es noch, dass man den Daumen nach unten dreht und so einen, ich sag mal, Hitchhiker Escape ansetzt. Je nachdem, ob der andere den Daumen schon gegriffen hat oder nicht, kann es aber auch in die Hosen gehen. Und wenn wir uns mal jetzt komplett ohne Wertung anschauen, wie schnell der andere in seinen Armbar gekommen ist und wie gut er den auch angesetzt hat, da würde ich mich eher auf Pressure wie auf Timing verlassen. Ja gut, wir haben natürlich jetzt auch den Luxus, dass wir Frame by Frame reinschauen können. Den Luxus hatte der Max auch nicht, um ihm das mal ein bisschen zugute zu halten. Das ging echt Schlag auf Schlag. Also hat der andere wirklich einen guten Armbar abgeliefert, muss man ganz klar sagen. Genau. In dem Sinne, vielen Dank für das Video, Max. Ich hoffe, alle von Munich MMA können daraus lernen. Ich weiß, dass du den Fehler nicht mehr machst. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Breakdown. Ciao. Los.